Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 1, der Director's Cut. Ich habe eine grauenvolle Nachricht. Ich habe erfahren, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Original konnte man ziemlich häufig sterben. Traurige Zeiten. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Nicht mehr die Schöne, ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Und der Typ ist... Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Vielleicht komme ich... Nicht. Kommt dann sicher wirklich nochmal zurück. Das ist, Oh, ja. Hi. Oh, nehme ich später noch. Hallo, mein... Aber was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir. In dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen. Aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt. Wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung... Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt, aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Er und sein dicker kleiner Freund waren die erste Möglichkeit zu sterben. Und Guido. Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Eine andere Stimme. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Immer an den Blumentalk haben mich rausgestrichen. Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris. Die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Oh Gott. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Alter, hat sie wirklich können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Aber sicher doch mal. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Kann sie. Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird... Nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Ein Blick auf beide. Komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur.
Das werden Sie ganz sicher. So, und dann gehen wir mal zu Nicolo. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Er nennt sie auch Blumenfrau. Wie sympathisch. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wenn George reinkommt, redet er immer sofort. Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Ebia, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse und militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Ich glaube genau dasselbe hat die gesagt. Im normalen Teil. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht erb, George. Darin steht... La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sag dir jetzt. Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Erzähl mir mehr über dich. Ach... Da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder, machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Oh Gott, die Arme. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen.
Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Tja. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Dann gehen wir zum Garçon Lazare. Kostümverleih. Na, können wir nicht. Doch hier. La Risée du Monde. Ein Grammophon. Einfach nicht fragen. Einfach machen. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Dieses Rauschen kommt aus dem Grammophon. Also. In diesen vier Bänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Schwester angezogen haben. An den Joker erinnere ich mich noch. Schwester. Und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein, Monsieur, nicht. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Seamus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Khan an. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht. Nachdem sie getragen wurde. Danke. Das ist ein Kostümverleih. Der will keine getragene Nase zurück. Aber sicher doch. Einem Mann mit Namen Plantard gehört. Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wer zu Nicole? Lügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Nein! Ja, okay. Nein! Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich hatte noch nie was Lustiges an. Elektroschocktherapie. Es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Tja, nur George wird niemanden reinlegen können, bis auf eine Person, das weiß ich noch. Nun, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten. Das ist nicht eine sehr schlaue Idee. Der Monsieur 100.000 Volt Wasser, den ich von dem Mann im Kostümladen bekommen habe. Na? Oui, Monsieur. Möchten Sie Ihren Wasser zurück? Nein, Sie können ihn behalten. Warum kann ich ihn nochmal aufs Bild ansprechen? Sind Sie sicher, dass dieser Mann den Clownsanzug ausgeliehen hat? Certainement, Monsieur Kahn. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Dann gehen wir wieder. Warum ist das Café hier so blinkend? Warum blinkt das so sehr? Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch was. Ja, wir können ja nochmal hier bei Todrick anrufen, ob der noch was weiß. Hallo, Mr. O.
Der Mann, den ich suche, heißt Khan. Er hat sich hier einen Anzug gekauft. Erinnern Sie sich? Mr. Khan. Ja, ich entsinne mich an ihn. Mhm. Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Mhm. Es war die Treppe hoch. Da konnten wir das erste Mal sterben. Danke, Todrick. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. Perfekt. Hat vielleicht nochmal der Herr General was zu sagen? Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mary, Inspekteur. Haben Sie ihn gefunden? Wen? Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, um den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Gibt es? Kaffee vielleicht noch was? Nope. Gut, dann, ich muss gleich erst ein Telefon bei übrigens. Dann können wir jetzt zum Hotel Ubu. Aber, ja, das ist ein Flapper und Guido übrigens. Normalerweise, naja, werden wir ja sehen, weil diese Gast sehr wichtig, um nicht zu sterben. Anscheinend kann man ja aber nicht mehr sterben. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.